Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Ich habe mir jetzt einfach noch ein Minenlege hinten dran gebaut. Ihr seht's da. Mal sehen, ob das was taugt. Ich überlege, ob ich die Wagendinger noch ein bisschen runter mache. Da sag ich die noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich die einfach noch ein bisschen runter machen. So. Guck, den Minenlege halt raus. Da kriege ich den Minenlege irgendwie anders hin. Aber ich glaube nicht, dass der zwischen die Hover passt. Oder soll ich den hier neben irgendwo hin machen? Ich meine, der Panzer die auch ein bisschen. So geht's, oder was? So, oder was? Wieso kann ich Minen legen, so? Jetzt kann ich die nur ein bisschen runter machen, hinten. Ich habe halt extra hier die Ellbogen eben hingemacht. Aber die halten jetzt einfach nur den Minenleger. Ja, ich habe nur ein paar Teile. Ich kann auch was dran bauen. Was ist das da noch dazwischen? So ein Ding. Wo hängt denn das hier drauf? Ach so, den habe ich so komisch gedreht. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ist der so? So habe ich es gemacht. Sehr interessant. Die Dinger sogar wieder dran machen. Warum passt das hier nicht? Warum passt das hier so schön? Was ist hier wieder anders? Eigentlich nix. Ist doch auf beiden Seiten genau gleich. Ich die hoffe hier nicht auf eine Höhe oder was? Doch, die sind beide hier so dran. Hängt er oben dran und er hängt hier dran. Ist er richtig gedreht? So aus. Der muss jetzt nur eins hoch. Was ist hier los? Hä, wieso geht denn das hier drüben? So, ist doch genau gleich. Ach, das Ding ist eins weiter drin hier drüben. Ich sehe es gerade. Ja, Moment, ist doch so. So. Super Minenlege. Ich kann Minen legen, ich habe einen Fatman. Ab geht's hier. Wahnsinn. Piu, dann kriege ich jetzt mal noch eine Mine. Jetzt wird hier geschossen. Jetzt wird geschossen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Scheiß aufs Nachlademodul. Guckt euch das mal an. Was eine Geschwindigkeit. Jeder sollte erzittern, wenn er dieses Schussgeräusch dann hört. Wie lang ist denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht. Nicht ganz. Ich glaube, ich habe komisch gezählt. Ich müsste jetzt. Kann man die Stoppuhr nehmen? Vielleicht schaffe ich es noch mit der Stoppuhr schnell. Oh, ich habe mir so eine neue Scheibe aufs Handy gemacht. Weil meine Folie total durchgenudelt war und überall so Blasen waren. Und jetzt geht mein Fingerabdruck-Dings nicht mehr. Und das ist voll blöd, weil ich mich so dran gewöhnt hatte. Diesen Scheiß. Jetzt geht's natürlich los. Gerade wo ich die Stoppuhr aufgemacht habe.
Wahnsinn. Ja, mal sehen. Wartet nur. Er zittert vor 12.870 PS. Ach, ich habe einen Phobos noch drin. Gut, das muss ich da mal gucken, ob ich den Phobos überhaupt brauche. Ich glaube, ich schaffe auch ohne den Phobos schon 95. Obwohl, ich weiß es nicht. 73 km/h hat die. Und 22% Max-Geschwindigkeit bekommt sie dazu. Könnte ein bisschen weniger sein. Fliegt sich halt ein bisschen seltsam. Hey, was soll das? Logan's a God. Oh, einer ist schon geplatzt. Das war zum Glück nur der Bot. Das Leben habe ich eigentlich 2700. Oh, die sind alle vier da. Ach so, ich habe ja gar keine Unsichtbarkeit. Da brauche ich auch nicht drücken. Ah, nein, ich bin schon platt geschossen. Nein! Vielleicht auf Spinne klatschen. Aber Spinnen sind so langsam geworden. Ich meine, gut, fährt man jetzt, kann man drehen. Aber ja, ich krieg ja nicht mal meinen Motor dann richtig rein. Wenn ich noch eine schwere Kabine nehme, dann ist es noch schwieriger. Kriegt sie nicht so richtig ultimativ hingemacht. Ich brauche Beholder. Ach nee, mit der Beholder kann ich nicht so schnell schießen. Ich habe jetzt an die Unsichtbarkeit gedacht von der Beholder. Ah, schwierig, schwierig. Komm, ich will mal einen zerknattern. Der hat auf jeden Fall Angst vor mir gehabt, der Abi. Der, als der gehört hat, wie die Fetten jetzt knallen, der ist gleich abgehauen. Aber ich wurde wieder mies gegangbankt eben. Jo, Bro. Aber leider auch gestorben. Ja, nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwie so in eine Ecke so ein Duell mit einem hinzukriegen. Ich hätte jetzt gern ein bisschen mehr mit dem Abi, der gekämpft, weil ich glaube, ich hätte einen platt gemacht. Als ich ihn erstmal im Visier hatte, der hat richtig sich eingeschissen. Also ich hätte mich eingeschissen, wenn so ein Fatman da so schnell schießt. Und die sind gar nicht mal so leicht wegzuschießen hier. Ich muss den Fatman pushen. Ah, ist auch wieder. Gut, die Map ist. Ja. Ist okay. Ah, ist auch nicht so, wo ich da groß pushen kann. Ich glaube, so wie ich den Bild jetzt habe, ist er halt eher zum Pushen. Ja, ich bin schnell. Ich fliege hier 95. Und ich habe aber keine Unsichtbarkeit. Das ist natürlich wieder ein riesen Nachteil beim Pushen. 16 Energie, 12 für die Fatmans, 3 für die Minenleger. Gut, da bin ich schon bei 15 oder auf dem Motor, ja. Oder ich muss kleine bauen, muss den Motor weglassen. Aber nur im Hot Red, jetzt schwierig. Komme ich auch nicht auf die Geschwindigkeit, glaube ich. Ich will als Unsichtbarkeit drücken. Ach komm, ich fahr einfach hier hin und dann kämpfe ich richtig, dass nur die Lisa stirbt, Lisa. Die hat natürlich 80 Millionen Flüge vorne dran.
Oh nein, da war ja noch eine. Ja, zu lange Zielrohr gegammelt und nur auf den einen geschossen. Ja, im IPS-Bereich ist es schwierig, ohne Team so richtig auszurasten. Jetzt habe ich gerade die Catalina gesehen, die könnte natürlich mehr Schaden machen. Aber ich will ja diese extrem hohe Schussfrequenz haben. Und das geht halt nur mit der Hadron und Minenleger. Und ich glaube, ich muss die Mine auf an den Knopf legen. Ich hatte mir nämlich eben, als der in mich reingefahren ist, habe ich mir selber, glaube ich, die Mine ins Gesicht geschissen. Egal, weiter geht's ab ins Gemetzel. Oh, ich bin in eine U9-Runde gerutscht, so wie es aussieht. Ja komm, jetzt kann ich sie doch peinigen wenigstens. Allerdings ist es schlechtes Training. Ich will ja gucken, wie die sich gegen so... Ja gut, gegen Punisher und Scorpions wird hart. Aber trotzdem will ich ja eigentlich auf andere Haffer schießen. Ich will gucken, ob ich denen die Haffer wegballern kann. Und solche Späße. Ich bin ja am Ausprobieren, was mir, wie mir immer die anderen Haffer peinigen kann. Weil ehrlich gesagt, ist mit dem... Ich habe einen ganz guten Breaker-Haffer. Es ist auch okay, aber... Ja, es stinkt irgendwie. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Wobei jetzt Kanonen... Ich weiß nicht, ob Kanonen dann... Das ist, wo man sagt, ja yeah, Mann, Kanonen ist der neue Shit. Ja, da habe ich wieder eine Mine hingekackt. Ich glaube, die Kaiju war nicht von uns. Yo! Trifft mich das so gut hier? Lass mich mal in Ruhe. Ich habe gerade gedacht, warum hat denn der eine Fatman 40 Schuss, als ich mal Minen lege? Da ist doch ein Hafer. Nein! Die treffen Scheiß. Ja. Kommt man her, die Kavallerie ist hier. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich zerstört, weil ich mich ein bisschen zu weit vorwag. Aber ich habe da noch eine bei, ich bin nicht alleine. Komm, wir fahren hier über die Base. Unschön, oder? Warum Fatman gepusht wird. Nein, der hat mir einen runtergeschossen. Ja, volle Wurm vernichtet. Ah, meine Mine. Korrekt. Jawohl. Komm, wir sind zu dritt in der Base. Scheiße, die sind, glaube ich, auch zu dritt in der Base. Ja. Oder nehmen wir schneller ein? Ne, wir nehmen genauso schnell ein. Ah, tragisch verloren. Mist. Okay, ich muss drauf mit dem Ding auf jeden Fall. Ich habe zwar eben einen verloren, aber das ist ein Push-Bild. Ich muss einfach hin und dann bum 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 wie so ein Irrer. Das ist eigentlich wie Breaker-Hafe. Nur mit Fatmans. Oh ja, jetzt sind die Zen-Typen wieder da. Das Problem ist, die fahren zusammen rum. Kann ich mir auch keinen raussuchen. Ich hoffe einfach mal, dass einer irgendwie einen komischen Move macht. Und angefahren kommt und dann, ich mal gucken, ob ich hier so eins gegen eins, wenn ich den so push wie eben den Varun, den einfach vernichten kann. Aber der Varun, der hatte eben, glaube ich, deutlich weniger PS. Ich glaube, es war nur ein U9-Varun.
jetzt mal einen großen wegmachen. Ja, mal sehen, wie es läuft. Es macht Bock. Aus irgendeinem Grund tut mir das Handgelenk weh. Ich weiß nicht, ob das hier unten, ob ich komisch gespielt habe heute oder die Maus zu hart bewegt habe. Oh Gott, mir fällt gerade auf, ich beschwere mich immer. Ich leide, ich werde alt, verdammt. Vergesst, was ich gesagt habe. Mir tut gar nichts weh, mir geht's blendend. Mein Zug ist auch so gut wie weg und ich habe mir heute Wärmepflaster gekauft. Oh Gott, ich bin echt ein alter Mann. Wo sind die miesen Typen? Da. Aua. Irgendwie machen die Varun genauso viel Schaden. Weil ich mir den Fatman eigentlich größere Löcher reinreißen kann. Boah, 44, ey, das war brutal. Der ist sofort abgehauen, ey. 44 war zu hart für ihn. Nein. Ja, durch das Schwanken ist es halt ein bisschen schwieriger zu zielen. Jo, das war ein schöner. Das ist der mit dem... gleich weg. Ja, okay, also frontal auf den Taifun pushen ist natürlich tragisch. Oder war es Tsunami? Ich bin immer nicht sicher, Taifun, Tsunami, das ist beides dasselbe. Das sind diese langen Dinger, die so stark sind. Die wären vielleicht dann eher was. Die sieht mir eben kaum, fällt mir gerade auf. Man sieht viele, also im Clan War sehen wir ganz viele Punisher. Breaker-Hover, alles-Hover, aber komischerweise nicht mehr so viele Tsunamis, sonst war immer mal eine Tsunami dabei. Oder waren es Typhoon? Wir gucken gleich nach, was die Starken sind. Ich glaube, Tsunami sind die Starken. Mal sehen, ob ich mich irre oder ob ich recht habe. Weil so wie ich gerade fliege und spiele, könnte ich auch hier was Festgestelltes drauf machen, da wäre das auch scheißegal. So... Zeig mal her. Typhoon, ja genau. Typhoon sind die Großen. Tsunami sind die... Was habe ich gesagt? Ich habe es richtig gesagt, oder? Die sind auch recht erschwinglich gerade. Obwohl Typhoon sehr böse sind. Die hauen richtig rein. Nochmal. Super Schnellschuss, Fatman. Ja, ich hätte halt ein bisschen... Aber was soll ich machen? Da waren drei Stück. Und sie sind wieder da. Und ich habe gedacht, ich push einfach in den rein. Gucken, ob mein Homie Babylon Elite mit hier bleibt und die anderen peinigt. Ja, das Schlimme ist, die drei, die fliegen echt zusammen und die trifft man halt selten allein. Jetzt vielleicht hier, aber ja, hier bei so einer Schlacht, in geraden Schüssen sind natürlich, ja, sind die Typhoon auch im Vorteil gegenüber meinen Fatman, weil die nicht so abfallen. Kleinen flinken Squab dabei. Ach nee, das ist ein Bot und der fährt direkt rein. Der könnte von hier hinten so schön schießen, wenn die jetzt alle um die Ecke kommen, aber er entscheidet sich dafür, sich einfach komplett zu opfern. Okay, den hier ein Bot aber auch, der Paul. Gucken, ob ich einen Paul reinbrettern kann. Oh, da ist ein Unsichtbarer von uns reingefahren. Ja komm, boah, fahren wir dann. Dann fahren wir mit. Der hat auch Fatmans drauf. Nein, ich muss weg von den zwei Bots, die haben es auf mich abgesehen. Ich krieg gleich eine Typhoon in den Mund. Dann lieber auf die Brüder. Nein, das war doch so ein schöner Angriff. Ich habe den so schön krumm geschossen. Seid ihr denn drauf? Ach, die Jokers. Ah, der Ares hat... Der ist in meine Mine gefahren. Wenigstens habe ich einen geholt. Das ist sehr witzig. Aber ich brauche ein Team.
Ich muss das mal mit den Bros testen, damit wir hier ein schönes Team haben und dann kann ich mal mit den Fatmans reinfahren. Ach, der hat Astreus drauf. Wie viel Schaden machen die ihn? Böse Zungen behaupten ja, die wären stärker als Scorps, aber wenn ich mir das so angucke, glaube ich es nicht. Scorps gehen doch viel besser durch. Das Gute ist, der braucht keine Munition, so wie das aussieht. Die ewig nicht mehr gespielt, die Astreus, aber könnte natürlich sein, dass man keine Munition braucht und er verliert ja mehr Leben, wenn er schießt. Und er starb. Ja, super Schnellschuss, Fatman war okay. Man kriegt so schnell krumm geschossen, die Gegner, aber jetzt selber halt auch sehr schnell krumm geschossen. Ist nicht so einfach. Macht aber sau Bock irgendwie. Müsste ich halt vielleicht so einen Sideways-Schmutz mal bauen oder so. Oder die Steuerung. Ich habe halt jetzt die Steuerung, dass wenn ich die Waffen drehe, sich das ganze Bild mitdreht. Das ist halt cool. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt so gelernt mit den Hoverts, mit der neuen Steuerung. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwieriger, erst eine andere Steuerung zu machen. Ich meine, früher hatte ich die Spinnensteuerung, wo ich unten auf den Extra-Knöpfen links und rechts gefahren bin. Ich bin aber gerade ganz froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Schießt halt schon ultra schnell. Ach komm, eine Runde opfern wir uns noch schnell. Was soll's? Mehr wie sterben kann ich eh nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alle Runden verloren, oder? Wir haben jedes Mal gegen die Zen-Typen gespielt. Cool wäre gewesen, wenn ich mal bei denen ins Team gekommen wäre. Ich hätte gerne mal mit denen ein bisschen Spaß gehabt. Aber nee, ich muss mich hier alleine durchschlagen und immer vom miesen Dreier-Team auf den Mund kriegen. Ja, und die sind schon... Ach nee, der spielt allein, der Grand Bob. Okay, komm, Männer, wir peinigen den jetzt. Aber der Neff ist auch gut. Neff ist mies. Aber er spielt allein. Seine drei Bros spielen ohne ihn. Nameless. Roxdorf spielt auch schon ewig. Der Name sagt mir auch was. Ja, mal sehen. Mal sehen, vielleicht. Haben wir jetzt eine Chance. Es ist auf jeden Fall nur einer da. Da ist die Chance groß, dass ich mal einen allein erwische. Er hat einen kleinen flinken Hover. Sunstern, dahinter. Ach, schade, es wäre witzig gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte auf die Distanz. Noch witziger wäre es gewesen, wenn ich ihn so richtig mies getroffen hätte, dass irgendwas abfällt. Den Butt habe ich irgendwas abgeschossen. Dafür hat er es jetzt auf mich abgesehen. Wer ist denn hier Feind und wer ist Freund? Oh, ein Skorpion schießt mich die ganze Zeit. Zwei Männer sind schon gestorben. Porky Morky. Ich habe gerade gehört, wie er Capkins geschissen hat. Oder war das meine Mine? Es kann auch meine Mine gewesen sein, die geklickt hat. Oh nein! Fahren meine Mine, dieser Typ. Oh ja, ich hab Minen gekackt. Ah. Oh nein, mir geht's nicht mehr gut, mir geht's gar nicht mehr gut. Immer noch schießen. Verreckt.
Ja! Oh, ich hab dem, glaube ich, durchs Fahrwerk gezogen. Ja, ich war Erste. Das war doch eine schöne letzte Runde. Leider habe ich nur auf den Mund gekriegt. Aber es lag nur daran, dass ich keinen hatte, der mir den Arsch ein bisschen deckt. Ansonsten könnte ich, glaube ich, damit richtig viel Schaden machen. Wenn man jetzt zu zweit rumfliegt, knallt einfach mit Fatmans rein wie so Wahnsinnige. Das könnte was werden. Am besten vier. Vier Leute fliegen mit Fatmans und dann drauf. Jeder schießt einmal der erste Huffer weg, der zweite Huffer weg. Und diese Geschwindigkeit hier von den Schüssen ist doch richtig krank. Also Männer, baut euch alle Fatman-Huffer oder einfach nur Fatmans überall drauf. Hauptsache Hadron und Minenlege. Dann kann man richtig Spaß haben. Es macht halt echt voll Bock, dass man so schnell schießen kann mit den Dingern. Vielleicht soll ich sogar auf einen Knopf legen, dass die immer einen Doppelschuss abkriegen direkt. Aber es macht halt mehr Schaden, wenn man einzeln schießt. Außerdem geht's dann patsch, 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 patschiti, patsch. Ziemlich gut. Ja, macht Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.